Herzlich willkommen zum Webinar Smarte Automatisierung im Omnichannel Marketing. Mein Name ist Isabel Stingel und ich freue mich, Sie heute als Moderatorin begrüßen zu dürfen. Bevor unser Webinar beginnt, noch schnell zwei obligatorische organisatorische Hinweise. Erstens, unser Webinar wird aufgezeichnet und wir senden Ihnen die Aufzeichnung in den nächsten Tagen zu. Sollten Sie Fragen an unsere Experten haben, stellen Sie diese bitte schriftlich im Fragenbereich von GoToWebinar. Wir werden sie dann in der Q&A-Session im Anschluss an die Präsentation beantworten. Und das war's auch schon. Jetzt freue ich mich, Ihnen die heutigen Sprecher vorzustellen. Ich beginne mit unserem Gast, Kevin Lang, Head of BPM und Business and Process Consultant bei unserem Partner Bricks IT Solutions in der Schweiz. Und Florian Higelsberger, Technical Sales Specialist von Celum. Die beiden zeigen Ihnen heute, wie mit Celum und einigen der vielen verfügbaren Integrationen mit Marketing-Automatisierungstools, BIM, CMS und CDNs nicht nur schneller und effektiver Content erzeugt wird, sondern dieser auch bearbeitet und natürlich, was am wichtigsten ist, zielgerichtet auf die verschiedensten Kanäle ausgespielt werden kann. Herzlich willkommen. Bitte stellt euch kurz unseren Zuhörern vor. Guten Morgen miteinander. Mein Name ist Kevin Lang. Ich bin von der Bricks. Wir sind eine IT-Service-Dienstleister aus der Schweiz und sind schon bald 12 Jahre Celum-Partner und haben uns auch spezialisiert auf Konnektoren. Und heute werden wir euch ein paar von unserem Konnektor vorstellen. Es wird mich freuen. Ja, auch von meiner Seite einen schönen Vormittag. Mein Name ist Florian Higelsberger. Ich bin seit ungefähr 5 Jahren bei der Celum, habe ursprünglich im Support bzw. Tech Consulting begonnen und dieses Jahr meinen Weg zum Pre-Sales Team gefunden, wo ich jetzt unsere Verkäufer und Kunden beim Solution Design unterstützen darf. Super, danke Kevin und Florian. Nachdem wir uns jetzt alle ein bisschen besser kennen, lasst uns gleich in Medias Res gehen. Ihr habt uns ja heute ein richtiges Anwenderbeispiel aus dem Marketing-Alltag mitgebracht. Die Aufgabe, die ihr zu bewältigen habt, kennt sicher jeder Marketing-Mitarbeiter sehr gut. Es gab da ein Fotoshooting für ein Produkt und nun muss eine Auswahl getroffen werden, welche der Bilder denn jetzt eigentlich verwendet werden können. Und diese sollten dann auch gleich in unseren Content-Hub hochgeladen werden mit den korrekten Metadaten und den richtigen Tags versehen. Zusätzlich hat dann auch noch ein Mitarbeiter von uns ein tolles neues Video produziert. Leider fehlen da auch die Metadaten. Diese müssen dann auch noch hinzugefügt werden, bevor das Video veröffentlicht werden kann. Und der gesamte neue Content soll zum Schluss dann auch noch am Brandportal für die diversen Stakeholder, so Partner, Salesforce oder Presse, in der korrekten Version, in der richtigen Größe zur Verfügung stehen. Okay, Florian und Kevin, wie sieht denn hier die perfekte Lösung für den Marketing-Mitarbeiter aus? Ja, an dieser Stelle darf ich meinen Bildschirm kurz freigeben. Bevor wir mit dem Verschlagworten und Teilen der Assets beginnen können, brauchen wir natürlich zuerst besagte Assets, um die geordnet und strukturiert, besonders in Zusammenarbeit mit unternehmensfremden Organisationen, ins Celum zu bekommen, bietet sich unsere Workflow Workrooms Extension an. Ich habe hier einen entsprechenden Workroom bereits vorbereitet, wo wir in diesem Fall damit beginnen, einen Task zu erstellen. Der im Prinzip nur die Aufgabe beinhaltet, die Assets entsprechend hochzuladen, was wir in diesem Schritt jetzt auch tun werden. Und damit haben wir die Assets quasi auch schon
hochgeladen. Im nächsten Schritt wollen wir natürlich verhindern, dass hier eine große Masse an irgendwelchen Assets ins System reinkommt, sondern nur entsprechend freigegebene Assets, die auch in, wirklich passen. Daher starten wir gleich direkt hier im selben Schritt den Freigabeprozess, bei dem ich in diesem Fall auch unsere Robots bei der Abhandlung unterstützen. Das heißt, nur durch das Verschieben des Tasks von To-Do auf die Approve-Spalte wurde automatisch ein Assigning festgelegt und es wurde auch ein Due-Date entsprechend gesetzt, damit ich weiß, bis wann dieser Task erledigt sein soll. Ich habe jetzt als Approver die Möglichkeit, die Assets einzeln entsprechend zu reviewen und eventuell auch noch zu kommentieren bzw. Änderungen bei der Agentur entsprechend anzufordern. Wenn ich mit den Assets zufrieden bin, kann ich diese dann entsprechend auch in die Approved-Spalte verschieben und auch hier unterstützen mich entsprechend wieder die Robots, damit ich einen klaren Überblick habe über meine aktuellen Tasks, wurde ich als Assignee wieder entfernt und auch das Due Date wurde removed, da der Task entsprechend erledigt ist. Im Hintergrund, dadurch, dass die Assets jetzt approved wurden, sind diese auch schon entsprechend ins DAM importiert worden. Und die einzige Aufgabe, die ich an dieser Stelle jetzt noch zu tun habe, ist entsprechend den Asset-Typ zu vergeben, damit Kevin dann gleich im Anschluss weitermachen kann mit dem Setzen der Metadaten. Cool, vielen Dank Florian für deinen Freigabeprozess. Einen Prozess kann man natürlich auch mit anderen Workflow-Engines machen, zum Beispiel wie Camunda, da gibt es auch Anbindungen, oder mit dem Workrooms. Wo wir jetzt weitermachen ist, zum meinen Bildschirm zu teilen, natürlich, damit ihr auch seht, was ich mache. Und dann übernehme ich gerade das, was Florian jetzt gemacht hat. Und er hat mir hier die Assets bereitgestellt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wir haben jetzt die Bilder, wieso soll ich jetzt noch mehr machen? Wir brauchen natürlich hier noch ein paar Metadaten auf den ganzen Assets. Und zwar sind das ja da Produktassets, da gibt es ja auch schon gewisse Daten, die schon vorhanden sind in anderen Systemen. Es gibt auch Daten, die können automatisiert bekommen werden. Wenn man jetzt hier hingeht und sagt, wir verschlagworten hier die ganzen Assets von Hand, dann kann es natürlich sein, dass hier auch Fehler passieren, dass man hier auch nicht ja, etwas vergisst oder ein Asset nicht taggt und es ist natürlich ein manueller, repetitiver Aufwand. Dann zeigen wir euch heute, wie das auch viel schneller geht, um diese Daten anzureichern. Wir haben jetzt zum Beispiel hier die Produkte, wir haben hier, wir zeigen ein Beispiel mit Novum Mind IPIM und wie man sieht, gibt es hier natürlich auch schon ein paar Fotos. Hier sind es einfach mal zwei drin. Wir haben dann hier weitere Attribute und wir wollen natürlich auch, dass die ganzen Attribute automatisch auf das Asset kommen und nicht einfach von Hand manuell kopiert werden müssen. Dazu wählen wir unsere Bilder mal aus und dann haben wir automatisch synchronisiert die ganze Novomind IPIM-Struktur. Diese finden wir hier unter Produkte. Hier sieht man schon das Novomind IPIM. Hier kann man jetzt durchnavigieren und schauen, okay, wir haben hier Outdoor-Jacken. Da gibt es dann die ganzen Produkte. Wir haben auch weiterhin, also das ist alles eine Konfigurationsfrage, wie man das auch gerne darstellen möchte. Und es geht dann auch runter zu den Farben oder auch Varianten, wo es unterschiedliche Metadaten haben kann. Wir wollen jetzt natürlich hier diese Jacke, das heißt, es gibt hier, wir machen jetzt hier eine Teilautomatisierung, das kann auch vollautomatisiert werden, indem man zum Beispiel auch Artikelnummern auf dem Bild hat oder im Namen hat. Wir machen jetzt eine manuelle Zuweisung, dass es nicht komplett durchautomatisiert ist und dass man auch den Ablauf ein bisschen sieht. Jetzt füge ich diese vier Bilder dem Produkt zu.
Die werden jetzt hinzugefügt und im ersten Schritt schauen wir mal rein. Wir haben dann die ganzen Produktdaten. Das ist gerade der Vorführeffekt. Sind die Produkte. Wir fehlen jetzt gerade die ganzen Produktmetadaten. Die sollten jetzt natürlich hier aufkommen. Schauen wir noch mal hier. Da fehlen mir meine Fieldsets jetzt. Gut, gehen wir weiter. Jetzt wurde das der Struktur hinzugefügt und nun hoffe ich doch, dass auch das jetzt hier weitere Bilder hinzugekommen sind und sollten jetzt dieser Weg funktioniert und haben jetzt die ganzen neuen Bilder, die wir hochgeladen haben, hier auch drin. Im Novomind IPIM. Und theoretisch würden jetzt auch die ganzen Produktinformationen auf das Asset geschrieben werden. Jetzt haben wir hier auch zum Beispiel für einen Webshop noch ein paar Mood-Bilder mit unseren Models da drauf und sehen, dass da die Produkte werden dann zum Beispiel auch wieder im Shop ausgegeben, werden jetzt mit den Produktdaten verknüpft und das haben wir da drauf. Dann der weitere Schritt ist, dass wir dann das Asset, das hat jetzt einen gewissen Produktdaten, aber wir wollen da natürlich auch noch weitere Daten hinzufügen. Daten, die jetzt nicht in einem anderen System drin sind, sondern wir haben jetzt da gewisse Dienste zur Verfügung. Auf der einen Seite haben wir hier zum Beispiel von Azure, Computer Vision heißt das. Mit dieser Funktion werden dann automatisch dann Metadaten, also das Bild wird hochgeladen zum Service von Azure, das wird dann automatisch getaggt, es wird das analysiert, das Bild, und dann werden da fehlen mir auch die Metadaten, werden die Daten da auf das Bild hochgeschrieben. Dann der nächste Schritt ist, wir können jetzt hier auch die Personen taggen. Das heißt, wir haben hier unsere Models drauf. Die können wir dann auch verbinden mit einem, zum Beispiel einem gewissen Modelvertrag, den wir haben. Dann gibt es hier den Azure Face Tag Recognition. Und auf dem werden dann die ganzen, wird, also man kann den trainieren mit auch individuellen Personen. Und dann hat man da mit einem Bild kann man schon erreichen, dass eigentlich auf jedem Asset die Bilder, die Gesichter erkannt werden und danach automatisch getaggt werden mit der Person dazu. Und man hat dann diese ganzen Informationen auf dem Asset drauf. Man kann dann auch sagen, also wenn man dann die Details aufruft, werden hier zum Beispiel die Gesichter erkannt. Also man sieht hier zum Beispiel da, wer das ist. Man kann aber auch trainieren. Also wenn man jetzt sagt, okay, wir taggen jetzt das Gesicht und wir haben da zum Beispiel existierende Personen oder wir gehen hin und sagen, okay, das ist jetzt der Tom und kann das Face dann zum Beispiel taggen. Und kann das dann auch dem beibringen, dass er dann in Zukunft auch weiß, dass er das ist. Zum Lernen dieses Services ist es am besten, wenn man das am Anfang ein Frontalbild nimmt. Da reicht meistens ein Bild dazu. Zudem können wir jetzt noch auch Metadaten übersetzen lassen automatisch. Ich habe zum Beispiel nur Text in englischer Sprache und dann gehe ich hin und sage, okay,
Wir nehmen da einen englischen Text, gehen hier in die Description, schreiben das rein und danach wird automatisch auch wieder ein Service angetriggert und man hat es in verschiedenen Sprachen, also die Übersetzung und ohne, dass man jetzt hier einen großen Aufwand betreibt, ohne dass man ein Übersetzungsbüro beantragen muss und der das auch noch übersetzt. Also meistens ist es auch noch mit Exporter, Metadaten verbunden und wieder Import. Da haben wir das auch schon übersetzt. Danach haben wir jetzt ein bisschen die Metadaten gesetzt. Wir haben da Informationen zu den Assets. Jetzt ist es natürlich auch wichtig, dass man das auch automatisch ausspielen kann. Also wir haben jetzt zum Beispiel hier Vimeo, wir haben hier Frontify, wo wir demonstrieren können. Zudem haben wir bei den Videos auch die Möglichkeit, damit diese auch noch weiter zu verschlagworten. Das heißt, wir können diese jetzt hochladen zum Video Analyzer. Beim Video Analyzer von Azure werden da die ganzen Informationen ausgelesen, ähnlich wie Azure Computer Vision, der da das Bild analysiert, wird hier ein Video analysiert. Das braucht natürlich etwas Zeit und im Rahmen des Webinars jetzt auch nicht zu vollständigen. Da kann man das hochladen, man kann auch Untertitel setzen, Metadaten auslesen. Das haben wir im Vorfeld schon gemacht. Und wie man sieht, ist hier zum Beispiel ein ganzer Beschrieb von diesem Video verfügbar. Man kann dort einen einzelnen Text setzen, Beschreibungen setzen, das übersetzen lassen und danach zum Beispiel auch auf Vimeo ausspielen. Das heißt, wir fügen das einfach unsere weitere Struktur hinzu und sagen da unter den Text Vimeo. Und fügen das hier hinzu. Und danach, wenn wir da in unserem Backstage Connector sind, wird dann das automatisch dann zu Vimeo synchronisiert. Zudem gehen wir hin und sagen, okay, wir brauchen jetzt diese Bilder an weiteren Channels. Also wir haben hier zum Beispiel auch, wie gesagt, Frontify. Ich tue den Text. Haben wir hier dann. Ach so. Editieren wir das. Es gibt zwei Varianten, dass man es entweder direkt im Channel hinzufügt. Oder auch, es gibt auch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, wir setzen das alles vollautomatisch, dass die vollautomatisch dann exportiert werden. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, den zu setzen oder eben dann über die Node-Struktur. Hin. Dann müssen wir aber noch die restlichen Metadaten pflegen, die jetzt hier noch nicht ausgefüllt sind. Also die Pflichtfelder müssen alle ausgefüllt werden. Wir haben hier noch einen Asset-Status. Der kann zum Beispiel auch vom Freigabe-Workflow gesetzt werden. So, wenn wir den haben, dann sollten wir auch die richtigen Metadaten haben. So. Dann gehen wir hin und sagen hier, wir hätten das gerne in Frontify, dann wollen wir das noch SharePoint haben. Da gibt es dann viele verschiedene Möglichkeiten, um das dann auch zu exportieren.
Somit wird das auch automatisch getaggt. Man sieht hier auch, ah, okay, jetzt sind die Assets in Frontify und zum Beispiel in SharePoint verwendet. Es gibt auch Konnektoren, die, also das eine ist es schon im Channel vorhanden, das andere ist es auch, wird es verwendet. Also zum Teil gibt es jetzt hier also in Frontify, wird es dann zum Beispiel in der Media Library, wird es dann dargestellt, das Bild. Man hat dann aber auch die Möglichkeit zu sagen, okay, erst wenn es verwendet wird, wird es dann in Selum auch so getaggt, dass das funktioniert, dass das drin ist, damit man es auch sieht beim Verwenden. So, dann haben wir hier. Also. Zweiten werden jetzt automatisiert dargestellt und kommen dann werden direkt in. Na, schaue ich nochmal, ob ich die Produktdaten unter anderen User finde, damit wir das auch nochmal sehen können. Produktdaten wurden gepflegt und wahrscheinlich einfach im. War das noch eine Berechtigungsfrage? So, genau. Entschuldigung für die technischen Probleme. Es lag an der Berechtigung des Users. Nun sehen wir auch die ganzen Informationen, die uns vorhin ein bisschen gefehlt hat. Man hat jetzt da die Möglichkeit, eben die Channels zu setzen. Man sieht hier die Beschreibung, die übersetzt wurde. Man haben jetzt von dem Auto-Tagger haben wir die Informationen. Okay, das ist es Ski, Auto, Mountain Guide. Wir haben hier weitere Tags für die Description. Wir haben sogar von Azure automatisch eine Description bekommen, also eine Kursbeschreibung. Wir sehen hier auch gerade die ID von Frontify, wo es exportiert wurde. Man hat hier auch die zwei Personen auf dem Bild, die getaggt wurden. Man hat hier die Produktdaten, die vom Novomind IPIM gesetzt wurde. Hier zum Beispiel mit einer Beschreibung. Und da hat man dann mit relativ wenigen Klicks wurden da von verschiedenen Quellen da Metadaten angereichert. Es wurden da Sachen übersetzt, wurden vom bestehenden System Sachen, Metadaten geholt oder halt auch automatisch aus einer künstlichen Intelligenz. Und was dann auch wichtig ist, wenn man jetzt sagt, okay, man hat jetzt hier ein Video auf Vimeo, dann wird das jetzt geladen, aber wollte eigentlich nur einfach die Beschreibung zeigen. Genau, hier hat man dann unter dem Video auch. Klar, passt jetzt die Beschreibung nicht ganz zu dem Video, aber das kommt jetzt zum Beispiel aus Novomind IPIM, wo man dann sieht die Beschreibung und kann es relativ schnell ohne ein Copy-Paste von einem Ort zum nächsten ziehen. Diese ganzen Geschichten können wir natürlich auch dann vollautomatisieren. Also man kann sagen, wenn jetzt ein Asset in den internen Ordner kommt zum Beispiel, dann wird automatisch übersetzt und wird automatisch getaggt und das Ganze verschlagwortet und in den die nötigen Channels ausgegliedert. Wir haben da auch weitere Channels, wo wir setzen können und das wäre dann noch haben wir den? Use that, haben wir die drin. Und zwar haben wir zum Beispiel auch einen Typo3-Konnektor. Wir haben da Vimeo, WordPress-Konnektoren. Es gibt Export auf YouTube. Wir haben auch Showpad, wo wir anbinden. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, um
dies ganz bequem und einfach in die verschiedenen Kanäle auszuspielen. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Dann übergebe ich gerne wieder der Isabel. Wunderbar, danke euch vielmals. Ich bin jetzt mal die Stimme aus dem Off, weil wir ja auch Fragen bekommen haben, werden wir da gleich mit der ersten beginnen. Sekunde. Die lautet da, weil ja die Berechtigungen gerade genannt worden sind. Ist jetzt eine eher, glaube ich, generelle Frage in Bezug auf Zählung. Wo werden denn Berechtigungen gesetzt, beziehungsweise kann man die selbst einstellen? Wie hat man sich denn Berechtigungen vorzustellen? Die Berechtigungen können sehr detailliert eingestellt werden. Dazu gibt es bei Sellum das Konfigurationsmanagement und da können Berechtigungen bis auf jede Metadaten setzen. Also man hat das jetzt gerade gesehen. Ich habe die Assets gesehen, gewisse Metadaten, andere wieder nicht. Und das lag daran, dass hier die Berechtigungen gefehlt haben, zum Beispiel. Und eben auch bis aufs Asset, man kann da sagen, wer darf da editieren, wer darf da löschen, wer kann da Versionen hochladen. Das ist ein sehr komplexes Metadatenkonzept, das additiv funktioniert bei Sellum. Und bis auf User und dann halt Gruppen und dann auch wieder auf Nodes, also Strukturknoten oder Ordner gesetzt werden können. Okay, super. Also doch ein recht flexibles Rechtemanagement. Nächste Frage ist, wieso braucht man in einem DAM eigentlich die Metadaten, die da jetzt gesetzt worden sind? Das ist eine sehr gute Frage. Also man hat ja dann die Bilder und wenn man natürlich keine Metadaten hat, dann sind es nur Bilder und dann hat man das gleiche Problem wie zum Beispiel in einer Ordnerstruktur. Bei der Ordnerstruktur, da findet meistens der sich gut zurecht, der die Ordnerstruktur auch erstellt hat. Aber jeder, der neu dazukommt, der muss natürlich die Ordnerstruktur auch zuerst mal lernen. Und man kann natürlich nur nach Dateinamen suchen. In Sellum hat man dann die Möglichkeit, dass man auch nach Metadaten suchen kann und kann sagen, okay, ich will in einer Beschreibung suchen, ich will da suchen. Das ist das eine, dass die internen Leute auch das wiederfinden und dass man auch anhand von gewissen Metadaten auch zum Beispiel Kollektionen erstellen kann, die man wieder publizieren kann. Gerade wie den Channels zum Beispiel, dass man sagt, okay, Metadaten, Novo meint IPIM und oder Vimeo, und dann wird das ausgespielt. Und zudem ist es natürlich dann auch sinnvoll, wenn man eine Galerie hat mit Metadaten zu den Bildern, die dann auch im Vimeo hat, dass man da automatisiert wieder Content kann publizieren. Das macht definitiv Sinn und das Leben dann im Endeffekt auch wesentlich leichter. Die nächste Frage bezieht sich ebenfalls auf die Metadaten, und zwar, inwiefern erleichtern denn diese meinen Aufwand im DAM? Also den Aufwand der Metadaten zu pflegen, kann eben gerade mit gewissen Integrationen geschehen. Das heißt, dass man da weniger Aufwand hat. Also kennen auch Kunden von uns, die kopieren dann ihre Daten zum Beispiel vom SAP von Hand in 3 bis 4 verschiedenen Systeme. Da passieren natürlich Fehler und das kann auch sein, dass das nicht aktuell ist. Und mit einem Connector oder einer Synchronisation der Daten hat man natürlich immer die neuesten Daten zur Hand und sind auch meistens dann richtig gepflegt und immer aktuell. Okay, also im Endeffekt
ist es für mich natürlich der, ein ja. Vorteil, wenn ich die richtig pflege von Anfang an. Ja, weil der repetitive und ja, der eintönige Aufwand von Ctrl C und Ctrl V, also Copy-Paste, der fällt da. Und man kann dann auch das machen, wo man spezialisiert ist, wo man ja, also Copy-Paste kann ja natürlich jeder machen. Da braucht es natürlich keinen Spezialist, der sehr teuer ist. Und dann hat man auch mehr Zeit für seine anderen Aufgaben und schwimmt auch nicht so in Arbeit. Und das und schlussendlich verkürzt das natürlich auch dann Time to Market. Das heißt, dass dann, wenn da Daten reinkommen, dass man nicht in ein paar Monaten erst das Produkt auf dem Webshop hat, sondern wenn natürlich jetzt auch zum Beispiel das Novomind iPIM am Webshop gekoppelt ist, dass dann direkt das zum Beispiel auch ausgespielt werden. Also direkt von Cellum zum iPIM, direkt in den Webshop, also vom Fotoshooting eigentlich direkt zum Endkunden mit den Daten drin und das in relativ kurzer Zeit. Das heißt, wenn ich jetzt meine. Achso, sorry. Was man hier auch noch hinzufügen sollte, Kevin hat völlig recht, das eine ist die Zeitersparnis und die Eintönigkeit mit Steuerung C, Steuerung V. Das andere ist natürlich trotzdem durchs automatische Importieren der Metadaten. Wem ist es nicht schon passiert, dass er beim Kopieren das erste oder letzte Zeichen zum Beispiel abgeschnitten hat? Also die Fehlerrate, die sinkt dramatisch, wenn man mit diesen Konnektoren arbeitet und sich diesen Schritt abnehmen lässt. Was dann auch natürlich bedeutet, dass wenn jetzt zum Beispiel das Produktbild im Webshop dann ausspiele, passiert es mir dann wahrscheinlich weniger oft, dass das falsche Bild aufgrund eines Metadatenfehlers bei dem Produkt ausgespielt wird. Da habe ich jetzt tatsächlich die, was weiß ich, blaue Jacke ausgespielt bei der blauen Jacke und nicht eine rosarote Hose. Genau, und Okay. wenn so Sachen im Endkunden ankommen, ist das immer ärgerlich. Ja, Und auch das das sind nur schon stimmt. kleine Fehler, das ist meistens peinlich und schadet nicht gleich am Image, aber wenn heutzutage erwartet auch der Endkunde einen gewissen Grad an Informationen. Es reicht nicht mehr nur, die Hose ist jetzt 1,50 Meter lang, sondern er braucht da noch Informationen, zum Beispiel auch für Nachhaltigkeit und wo das produziert wurde. Und der Kunde will immer mehr Informationen. Und da bietet sich an, halt diese Informationen nur an einem Ort zu pflegen und diese halt in den unterschiedlichen Kanälen. Also man verkauft ja nicht nur noch auf einem Ort, sondern halt vielleicht auch noch bei Amazon und da. Also da hat man meistens sehr viele Kanäle zu bedienen und die jeder braucht natürlich einen Aufwand. Das stimmt. Also sprich, man kann jetzt nicht nur die klassischen Tags reinsetzen in ein Asset. Also sprich, was weiß ich, die Jacke ist blau aus dem und dem Material und in dieser und dieser Größe, sondern man kann tatsächlich jegliche Informationen einfügen, also in die Beschreibungen rein, so wo es produziert wird, was weiß ich, nachhaltig, welches Material, Beschreibung. Kann man das eigentlich ja irgendwie verbinden mit Daten, die man irgendwo anders herholt? Also wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ein Feedback von einem Kunden. Ja, auf jeden Fall. Also da kann man unterschiedliche Datenbanken auch anbinden. Also man hat auch oft, was passiert ist, dass natürlich das PIM ist ja dazu da, eigentlich eher mehr auf Produktbeschrieb hinzuzielen und nicht auf die Stammdaten der Produktdaten. Die liegen ja meistens auch sogar im ERP und das wird ja da auch oft verknüpft. Also man hat da, wir haben auch Kunden, die haben ihr ERP dann ans PIM angepasst. Da kommen noch mehr Informationen dazu. Da können dann auch weitere Systeme angeknüpft werden. Auch viele, zum Beispiel, wenn man ein Hersteller ist, bieten da auch schon ein Set von Informationen. Und der Distributor kann dann ganz einfach diese ganzen Produktdaten ziehen und Bild ziehen aus den verschiedenen Quellen. Und hatten einen freien Portal und der Distributor wählt aus, welche Produkte er dann auf den Markt bringen möchte.
und hat dann auch die zusätzlichen Daten aus unterschiedlichsten Systemen dann direkt zusammen und so, wie das der Hersteller auch gerne hätte, in den richtigen Formaten. Oh, perfekt. Daran anschließend die Frage, kann man die Assets auch in richtigen Größen ausspielen? Also ich nehme an, das bezieht sich dann, kriegt man das oder kann man das automatisiert einstellen, dass Bilder in den richtigen Formaten zum Beispiel für was weiß ich, LinkedIn zur Verfügung gestellt werden. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt die Bilder ausgewählt habe und getaggt habe, kann ich dann die in den richtigen Formaten an meine Social Media Managerin weitergeben, dass die jetzt sich dann nicht wieder plagen muss, dass jetzt die vier verschiedenen Kanalformate richtig zugeschnitten werden. Ja, was man jetzt hier noch nicht gesehen hat, das läuft natürlich im Hintergrund ab bei diesen Konnektoren. Das heißt, die sogenannten Download-Formate, die man in Cellum hat, da kann man dann einstellen, wie ein Bild exportiert wird. Also man hat dann die Größe und verschiedene Einstellungen, auch sogar vom Namen her, wie das Bild benannt wird. Da gibt es auch Möglichkeiten, dass man sagt, okay, wir nehmen jetzt Metadaten und bauen unseren Namen hinzu und auch dann die Größe. Und da wird dann auch bei jedem Export, also wenn ich jetzt sage, okay, ich exportiere jetzt zu Frontify, dann nehme ich ein anderes Format. Beim Novomind IPIM, da nehme ich nur das Preview, da brauche ich kein großes Bild. Das große Bild braucht höchstens der Webshop. Beim Vimeo will ich nicht das ganze Video, sondern ich will dann auch noch eine Webvariante vom Video, weil und zum Beispiel auch beim Typo 3 oder Showpad, wenn man da Bilder platzieren möchte, ist natürlich auch wichtig, dass das Bild nicht zu groß ist, weil sonst die Webseiten relativ lange laden. Aber irgendwo soll ja das große Bild platziert werden. Das soll einfach in Cellum sein, die beste Qualität. Und dann in halt Derivaten, auch wenn es jetzt Print ist, ein bisschen größer, wenn es Web ist, ein bisschen kleiner, fürs Word ein bisschen mittel, kann man die Download-Formate da bestimmen und diese dann automatisiert hinterlegen zu den Konnektoren. Die werden dann so in diesen Formaten, vordefinierten Formaten dann auch gerendert und dann ausgegeben. Perfekt, das ist wirklich ein Zeitersparnis. Du hast dir gerade einige Systeme genannt. Da schließt sich dann gleich die nächste Frage an. Welche Systeme kann ich anbinden? Ist eigentlich, also ein System anbinden, da braucht es eigentlich nur eine Schnittstelle, also meistens eine REST-API, die man anbinden kann. Und da muss einfach die Möglichkeit da sein. Also sonst sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt, welche Systeme man anbinden kann, nur durch die Schnittstelle. Und da kann man dann meistens einen Transfer der Daten, der Bilder, der Informationen machen und das halt auch zum Bestimmen zu welcher Zeit. Das heißt auch, dass der Prozess dann eingehalten wird. Super. Und dann die letzte Frage. Perfekt. Die lautet, wo bekomme ich denn die diversen Integrationen für das Cellum? An wen wende ich mich da? Wenn man Cellum-Partner ist, direkt bei Ansprechpartner von Cellum oder dann auch auf dem Marktplatz von Cellum. Sonst gibt es auch die Möglichkeit auf unserer Webseite, da sind alle unsere Konnektoren drauf und natürlich auch noch viele mehr Extensions, wo ihr gerne auf bricks.ch gehen könnt und das /extension unsere Erweiterung auch sieht und auch uns kontaktieren könnt. Super. Ja. Das war dann, wie gesagt, die letzte Frage. Womit mir nun übrig bleibt, mich herzlichst bei euch beiden zu bedanken für die interessante Präsentation, für die Vorführung
und für die ausführlichen Antworten zu den Fragen. Ich glaube, da ist einiges beantwortet und geklärt worden. Und ich möchte mich auch an dieser Stelle sehr herzlich für die tolle Zusammenarbeit bei unserem Partner Brix IT Solutions bedanken und für die wunderbaren, tollen Zellum-Integrationen, die ihr immer entwickelt. Vielen Dank auch von uns an Zellum. Hat uns Spaß gemacht, da dabei zu sein und freuen auf das nächsten spannenden Projekte. Ja, sollten Sie doch noch Fragen haben zu den gezeigten Integrationen oder anderen Produkten von Zellum oder vielleicht auch eine Demo wünschen, kontaktieren Sie uns bitte ganz einfach auf einen der diversen Wege und wir melden uns dann direkt bei Ihnen mit den Antworten und den Informationen. Ich bedanke mich jetzt noch ganz herzlich für Ihre Teilnahme am heutigen Webinar und hoffe, dass Sie einen Einblick bekommen haben, wie Sie Zellum für Ihren Vorteil in Ihren Marketing- und Sales-Stack einbinden können. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag und freue mich darauf, Sie möglicherweise bei einem unserer kommenden Online-Veranstaltungen wieder begrüßen zu dürfen. Wir haben gleich nächste Woche zum Beispiel ein Webinar zum Thema High Speed to the Perfect Product Experience mit unserem Produktmanager Alessandro Kurzidim. Ja, das war's dann auch schon. Ich wünsche noch einen schönen Tag und sage auf Wiedersehen.